gut funktioniert und ich hoffe das auch, weil wir heute einen besonderen Gast haben. Wir haben den Ralf Böshold und die Steffi. Aber damit der Jens gleich was zu sagen, die Auflagen habe ich euch verkündet. Vielleicht rücken wir ein bisschen noch zusammen, dass da die Leute durchgehen können. Wir werden heute ein bisschen einen anderen Ablauf auch haben. Das heißt, der Jens wird jetzt unseren Gast hier gleich vorstellen. Und dann gehen wir runter zum Doberaner Platz. Und dort wird heute unsere Hauptkundgebung stattfinden. Und ich habe schon Hoffnung, es ist ja immer so, dass bis halb sieben dann auch noch ein paar Menschen mehr eintrudeln. Und eine Sache liegt mir noch am Herz. Ich möchte euch bitten, am Samstag am Ostermarsch teilzunehmen. Ihr kriegt es mit in den Medien, die Kriegseuphorie wird immer größer, es wird immer, also man kann gar nicht mehr fassen, was wir alles erleben an Kriegseuphorie und an Kriegsaufrufen und an Begeisterung. Und es wird Zeit, dass wir endlich uns alle mal verbünden zum Thema Frieden. Und der Ostermarsch ist eine gute Gelegenheit. Also am 30. den Samstag um 11 Uhr da unten am Matrosendenkmal wird sich gesammelt. Und es wird natürlich auch Gruppen geben, die uns sonst vielleicht sonst nicht so nahe stehen. Bitte lasst euch davon nicht abschrecken, dorthin zu kommen. Es gibt nur einen Frieden. Es gibt nur einen Frieden und alle Menschen sollten zusammen stehen und dort auf dieser Demonstration teilnehmen. So, ich bin heute mal wirklich raus. Ich halte mich ganz doll zurück. Ich übergebe den Jens. Er ist auch bekannt für seine Zurückhaltung. Ein Applaus für Jens und er wird jetzt hier übernehmen. So, hallo. Hallo Rostock. Hallo. Oh, kann mal zeigen, habe ich gesagt, ich kann euch nicht hören, doch ich habe euch gehört. Ach ja. Also bevor ich zur Vorstellung von unserem Gast komme, mal gucken, ob ich zusammenkriege, zwei Dinge. Ja. Das mit den Anschlägen auf die Autos, also als ich das heute früh mitbekommen habe, sage ich, okay, kann Zufall sein, muss kein Zufall sein, zu erwarten war es eigentlich immer. Ich habe im Laufe des Tages, des Vormittags mitbekommen, dass ein vages Haken, also außerhalb von Rostock, das Auto vom DJ dermaßen zerstört worden ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das Zufall war, eigentlich gen Null geht. Insofern werde ich schon, ich habe ein Aktenzeichen, quasi dann Strafantrag und Strafanzeige dahingehend stellen, dass der Verdacht besteht auf eine linksextreme Straftat. So, wir werden sehen, wie das verfolgt wird. Was kann ich dann sagen oder wie geht's mir, wie gehe ich damit um? Akzeptanz. Akzeptanz, was ist? Wir können uns jetzt ärgern, ich kann mich ärgern, ich kann da wütend sein wie Bolle. Weiß ich, dass sowas vorkommen kann, dass ich das schon erlebt habe. Was würde passieren, wenn wir da in die Emotionen kommen? Es würde die Gegenseite dann nochmal gewinnen. Weil die freut sich und wir haben nochmal diese Probleme. Das zweite zum Thema Frieden und zu diesem Friedens-Ostermarsch. Ja, ich würde euch schon wirklich bitten, eigentlich alle dort zu erscheinen. Alle, die es möglich machen können. Ich versuche das mal diplomatisch, emotionslos zu formulieren. Es gibt Kräfte, es gibt ein Friedensbündnis hier in Rostock, was wohl mehrheitlich auch der Meinung ist, dass man mit allen Menschen in dieser Zeit zusammenstehen sollte, die das klare Ziel haben, Frieden. Für mich erschreckend, und ich spreche jetzt für mich persönlich, Artikel 5 Grundgesetz, meine Meinung, darf sie frei äußern, verbreiten. Es kann nicht sein, dass ein sehr entscheidender Mensch in dieser Bewegung das Monopol für sich beansprucht, wer in diesem Land an Ostern für Frieden auf die Straße gehen kann und darf. So, diese Variante besteht. Es gibt ein Schreiben, in dem klar kommuniziert wird, wer von der Anmelderseite bei einer Friedensdemo nicht gewünscht ist. Es betrifft Anmelder und der Begriff Querdenker ist auch gefallen. Also, es gilt hier klar, nein, meine persönliche Meinung, wenn ein Mensch meint, das Monopol auf Frieden zu haben, für Frieden aufzurufen, dann spaltet und Menschen ausgrenzt, das ist für mich Krieg. Das ist für mich Krieg und hier gilt es im Interesse der Kinder, der Enkelkinder, ein klares, friedliches Zeichen zu setzen. Wir lassen uns von niemandem vorschreiben,
wenn wir für Frieden auf die Straße gehen wollen, wen wir unterstützen wollen und so weiter und so fort. Das erstmal bis jetzt. Dankeschön. So, ich versuche das emotionaler jetzt hinzubekommen. Wen wir heute begrüßen, werden einige von euch vielleicht noch nicht kennen. Vielleicht auch einen Moment zuhören. Es ist ein für mich sehr besonderer Mensch. Er ist unter anderem Gründer des Vereins Unsere Verfassung e.V. Er ist ein Mensch mit Visionen, Ideen, Vorstellungen von echter Demokratie, Freiheits- und Menschenrechten. Und das ist aus meiner menschlichen Sicht, aus meiner subjektiven Sicht wichtig, der im Gegensatz zu vielen Köpfen der Friedens-, Freiheits- und Wahrheitsbewegung... Ich hatte es ja am Fuß. Darf ich weiter? Der im Gegensatz zu vielen Köpfen der Friedens-, Freiheits- und Wahrheitsbewegung nicht nur redet, man müsste, man sollte, es könnte doch, sondern selbst aktiv ist und ins eigene Handeln kommt. Er geht dabei auch wirklich besondere, friedliche, gute und wirkungsvolle Wege, die er mit besonders hohem persönlichen Einsatz umsetzt. Und ja, ich komme da nur kurz nahe drauf, auch vor eigenen gesundheitlichen Konsequenzen nicht scheut. Ein Mensch mit Charakter und Haltung, einer, der weiß, was es bedeutet, unbeugsam zu sein. Ein herzliches Willkommen an Ralf Böß aus Berlin. Er ist heute zum ersten Mal in Rostock und ihr werdet ihn immer erkennen. Irgendwie trägt er einen roten Schal. So zu seinen Aktionen. Ich habe mich da gestern kurz mit befasst und das wird einen kleinen Moment länger, weil ich das einfach interessant finde. Ich fand es beim Lesen schon interessant. Es gab von ihm initiiert die Aufstellung einer selbstgefertigten 3 Meter hohen Holzstele mit dem gesamten Artikel 20 des Grundgesetzes. Wenn ich es richtig habe, aus 4 Teilen. Und wenn ich es richtig habe, handgeschnitzt. Du kannst das nachher gerne korrigieren. Ziel war es, die Buchenstele, nach Fertigstellung am 70. Geburtstag des Grundgesetzes am 23. Mai 2019 direkt dem Stelenkunstwerk des Künstlers Dani Karavan aufzustellen. Dieses befindet sich nahe dem Deutschen Bundestag und umfasst die ersten 19 Grundgesetzartikel. Er hat den Artikel 20 dazustellen wollen. 5 Tage vor dem 70. Geburtstag am 18. Mai 2019 setzte der Verein den Plan um. Ohne Genehmigung stellten Vereinsmitglieder Unterstützer die 350 Kilogramm schwere Stele, eingefasst in ein Stahlgestell am Grundgesetzdenkmal, auf. Die eintreffende Polizei erklärte, man müsse die Stele aufgrund der fehlenden Genehmigung entfernen und rief dazu die Feuerwehr. Die weigerte sich jedoch, die Stele wegzuräumen, denn von ihr ginge keine Gefahr aus. Da sie nichts wegsperrte und standsichter war. Die Aktivisten wollten sie nur noch ein paar Tage stehen lassen und entfernten sich, um am Morgen wiederzukommen. Die Geschichte geht weiter. Doch morgens war die Stele weg. Über Nacht sei sie von der Polizei entfernt worden, erfuhr der Verein von einem Polizisten. 3 Tage später erhielt Böß nach Unterzeichnung einer schriftlichen Erklärung, dass er sie nicht mehr ohne Genehmigung aufstellen dürfte, die Stele von der Polizei zurück. Am Tag der Deutschen Einheit 2019 stellte der Verein sie aber erneut am Grundgesetzdenkmal auf, allerdings inzwischen mit dem Wissen der Versammlungsbehörde, wo man eine Versammlung samt Aufstellung der Stele anzeigte. Das Grünflächenamt hatte davor bereits einen Antrag auf Aufstellungsgenehmigung abgelehnt. Grünflächen würden zerstört und die Durchfahrt von Krankenwagen behindert, war die Begründung. Für den Verein war dies nur ein Vorwand. Wer sich diesen Artikel dann mal ausführlich durchliest und die Fotos anguckt, eine Farce. Schmunzelnd berichtete Böß gegenüber Epoch Times, genau da ist es zu finden, dann von dem Versuch der Polizei, die Stele nachts wieder abzutransportieren. Versteckt wartete man. Als die Polizei dann anrückte, stellte er sich mit einem Hirtenstab vor die Stele und schaute in die Ferne, berichtete der Berliner. Unterstützer erhielten mit Scheinwerfern die ganze Szenerie, andere filmten mit Kameras, was nach Böß' Schilderung dazu führte, dass sich die verblüffende Polizei wieder zurückzog. Es geht noch weiter.
Daraufhin verbrachte Bös, also Ralf, durchgängig 12 Tage und Nächte an der Stele. So wollte er eine erneute Entfernung des Objektes, des Projektes verhindern. Mich am meisten beeindruckt, er sagt, Ralf hat vorhin gesagt zu mir, es war nicht er alleine. Ihr findet ein Bild von der Stele, wo er schläft, zugedeckt an der Stele. Ein Irrsinn in ein Land, was sich Demokratie nennt oder auf die Fahnen geschrieben hat. So, das habe ich glaube nicht drauf stehen. Er war dann mal 4 Stunden irgendwann weg. Man hat es ausgespäht, danach war die Stele weg. Es ging vor Gericht. Letztlich ging es vor Gericht. Das Gericht war bemüht, einen Kompromiss für alle Seiten zu finden. Alles schien auf dem Weg und dann entschied Ralf Bös, mein Respekt dafür. Nein, ich gehe keinen Kompromiss ein. Du kannst sagen, irgendwas hat es mit Kunst zu tun. Ihm ginge es eigentlich darum, gerichtlich feststellen zu lassen, ob die Entfernung der Stele rechtens war. Er merkte, man komme hier immer mehr in Situationen, Kompromisse zu machen. Für ihn ist Kunst frei und keinerlei Gesetze unterworfen. Allein für diese Aktion meinen größten Respekt und Dankeschön. Eine zweite Aktion, auch davor ziehe ich menschlich meinen tiefsten Hut, weil es nicht nur Reden ist, weil es Tun ist und weil es nicht nur Tun ist, sondern weil er sich vorne hinstellt und hat gesagt, ich als Mensch bin hier, wirke hier, das Wort kämpfen mag ich nicht, ich will auf Ungerechtigkeiten hinweisen und ja, unter höchstem persönlichen Einsatz. So, du kannst das gerne weiter nachher ausführen. Hungerstreik gegen Hartz IV Sanktionen. Ralf Bös hat, so sagt er, zu diesem Zeitpunkt 53 Tage nichts gegessen. Seine Aktion richtete sich gegen die Hartz-IV-Sanktionen, denen er sich ausgesetzt sieht. Bös will hungern, bis das Verfassungsgericht die Sanktionen kippt. Wenn nicht, dann auch bis zum bitteren Ende, sagt er. Er nennt das eine Entscheidung zwischen Würde und Leben. Die Gefahr zu sterben, nehme er als gegeben hin. Seine Beerdigung und alles andere seien für den Fall der Fälle bereits geregelt. Und über seine aktuelle Aktion wird Ralf nachher erzählen. Bitte gern selbst. Aber möglicherweise zudem, vielleicht hier im ersten Teil, bevor wir uns auf den Weg machen, nochmals herzlich willkommen, lieber Ralf Bös, meinen und sicher auch unseren allerhöchsten Respekt vor deinem Mut, deiner Kraft, deiner Ausdauer und ja zu deiner Friedlichkeit. Und ich sage jetzt schon mal ja zu der Idee von Nara. Danke! Herzlich willkommen. Ich danke sehr für dieses freundliche Empfang. Ich muss nur die Sachen noch ein bisschen anders aussprechen, wenn ich darf. Die Besonderheit ist, wir haben am Stelenkunstwerk Dani Karawals, am Bundestag ist eine wunderschöne Repräsentation des Grundgesetzes, Glas. Und in das Glas ist eingelasert der Artikel 1 bis 19. Auf der einen Seite arbeiten die Politiker, auf der anderen Seite ist der öffentliche Raum. Und dazwischen transparent das Grundgesetz. So ist es gemeint. So, die Besonderheit an diesem Kunstwerk, es heißt Grundgesetz 49. Es sind dort aber nur aufgestellt Artikel 1 bis 19. Artikel 1 bis 19 sind die Menschenrechte oder die Grundrechte. Was fehlt, ist die aus den Grundrechten gehobene Staatsstruktur. Warte mal, ich muss das mal hier festmachen. Das muss man nämlich zeigen. Also, es sind nur die Grundrechte. Grundrechte ohne eine aus ihnen gehobene Staatsstruktur sind ein leeres Versprechen. Eine Staatsstruktur ohne Grundrechte ist eine Diktatur. Die Besonderheit, wenn man das Grundgesetz repräsentieren will, und muss man beides, die Staatsstruktur und die Grundrechte, präsentieren. Die Staatsstruktur wird in Artikel 20 repräsentiert. Also da steht drin, die Bundesrepublik ist ein demokratischer, sozialer Bundesstaat. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus und so weiter. Das steht da drin, bis zum Recht auf Widerstand, das steht da auch noch drin. Das ist der Artikel 20, der ist die... Und der Wahnsinn am Bundestag ist, dass dort das Grundgesetz repräsentiert wird ohne den Artikel 20, ohne die Staatsstruktur. Das heißt, damit sind die Menschenrechte dort als leeres Versprechen hingesetzt, weil die Staatsstruktur, die aus ihnen gehoben ist, fehlt. Und das haben wir zum 70. Geburtstag des Grundgesetzes dahingestellt, um das Grundgesetz in angemessener Weise zu feiern.
Es gibt niemanden, der mehr Angst hat vor den Sätzen. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Es gibt niemanden, der mehr Angst hat vor dem Grundsatz, die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung gebunden. Und es gibt niemanden, der mehr Angst hat vor dem Satz, gegen jeden, der diese Ordnung auseinandersetzt, haben alle Deutschen Recht auf Widerstand, als unsere Politiker. Und die Besonderheit im 75. Jahre des Grundgesetzes, das ist jetzt, soll die Stele vernichtet werden. Das ist die Besonderheit. Man hat sie nicht nur weggenommen, sie soll vernichtet werden. Und dazu gab es einen Gerichtsprozess. Und der Gerichtsprozess hat die Vernichtung bestätigt. Das glaube ich auch. Das ist aber im Sinne unseres Kunstbegriffes der richtige Umgang von unserer Seite. Die Vernichtung, ich will mal sagen, das Ganze war provokativ. Wir haben es extra aufgestellt, ohne Genehmigung. Weil unser Wort heißt, wenn die Politik sich nicht um der darum kümmert, dass die Staatsstruktur eingehalten wird, ist es die Sache der Bürger, für die Staatsstruktur einzutreten. Und man hat keine Genehmigung von irgendwelchen Institutionen zu erlangen. Das müssen wir einfach so machen. Das ist unsere Aufgabe. Unsere Politiker, der gesamte öffentliche Apparat, sind unser Personal und nicht umgekehrt. Deswegen haben wir die Stele ohne Genehmigung hingestellt und deswegen soll sie jetzt vernichtet werden. Das ist der Punkt. Und das war das eine. So. Und das zweite war mit Hartz IV. Viele Leute haben sicher bemerkt, seit 2019, da gab es das Urteil, dass die Sanktionen in Hartz IV verfassungswidrig sind. Und seitdem wissen die nicht mehr, wie sie mit den Leuten umgehen sollen. Schenkt man das Geld jetzt einfach so? Oder wie geht man damit um? Und der Böse, der das verursacht hat, war ich. Es ist nicht nur, dass ich die Hungerphasen, oder ich habe gesagt, ich habe nicht, hier wurde gesagt, ich hätte gehungert. Ach, Hungerstreik gemacht. Das ist das Umgekehrte. Wenn man den Hartz IV nicht genau macht, was das Jobcenter will, kriegt man kein Geld für Essen, Wohnung und Krankenkasse. Man wird gehungert. Ich bin gehungert worden. Im Gefängnis ist, wenn man Menschen Essen wegnimmt und Wohnung, Folter. Also das Essen wegnehmen. Mir hat man 3 Jahre lang Totalsanktionen gegeben. Kein Geld für Essen, Wohnung und Krankenkasse, weil ich gesagt habe, ich will dieses Gesetz zum Bundesverfassungsgericht bringen. Das war der Punkt. Und da, um das zum Bundesverfassungsgericht zu bringen, muss man betroffen sein. Sonst kriegst du es nicht dahin. Also habe ich dafür gesorgt, dass ich Sanktionen bekomme, damit ich zum Bundesverfassungsgericht bekomme. So, und wir sind zum Bundesverfassungsgericht gelangt und haben dort gewonnen. Das ist die Geschichte. Und die Hungerphasen, ich habe selbstverständlich den Staat mit seiner unmäßig menschenrechtswidrigen Gesetzgebung konfrontiert und habe gesagt, wenn ich kein Geld zum Essen kriege, dann esse ich auch nichts. Das waren 3 Jahre Totalkonfrontation, Totalsanktionen, die ich bekommen habe. Ich habe jetzt nicht 3 Jahre nicht gegessen. Zwischendurch war ich dann auf Reisen und habe Vorträge gehalten und habe dort zu essen bekommen. Ich habe Essen nie verweigert, wenn ich es sinnvoll bekommen habe, nicht vom Staat. Und die längste Hungerphase war 132 Tage und ging ganz knapp am Tod vorbei. Das muss man einfach wissen. Unser Staat hat damals schon die Menschenrechte vollständig außer Kraft gesetzt. Das war der Punkt und das war zu zeigen. Und das hat jetzt gerichtliche Urteile in Folge, die jetzt erst alle kommen werden. Inzwischen sagen die Richter, alles, was die Ämter gemacht haben, war nichtig. Nichtig ist das härteste Urteil eines Gerichtes gegen behördliches Handeln. Das heißt nicht rechtswidrig, sondern so rechtswidrig, dass man gar nicht drüber reden muss. Und jetzt stehen sie dort alle, jetzt gehen die Klagen gegen die Beamten und gegen die Richter dann los. Nach dem Motto, wie kann man die Menschenwürde vollständig außer Kraft setzen in diesem Land. Das war gewissermaßen der Vorläufer zu dem, was jetzt läuft. So. Das wollte ich eigentlich jetzt noch erzählen. Und das ist eine noch, wir sind Kanalarbeiter. Also immer wenn ich so
Vorträge halte oder sowas. Wir sind keine Intellektuellen, wir sind Kanalarbeiter. Und bei Kanalarbeitern, das ist was Besonderes. Wo es am Ende hingeht, wenn es gut geht, Scheiße ist nur Materie am falschen Platz. Wenn es gut geht, wird es dumm. Ist das deutlich? Ja. Aber immer wenn ein Kanalarbeiter nach oben guckt, dann sieht er die Scheiße kommen. Und das ist heute das Problem mit unserer Politik. Jetzt weiß ich, warum ich mich heute so gefreut habe. Wir haben den Ralf ja schon kennengelernt, seine Leidenschaft. Und irgendwie sind das heute, finde ich, heute kommen alle unsere Themen zusammen. Und ich habe es so angekündigt, unsere Demo, dass ich geschrieben habe, wenn ich ein Wort höre auf unserer Demo, durchgehend, egal wo ich bin und über all die Jahre, dann ist das das Thema Souveränität. Und zu dem Thema Souveränität gehört das Thema Verfassung. Und das werden wir haben gleich unten am Dobberner Platz. Und mit der Leidenschaft freue ich mich da sehr drauf. Und was ich noch heraushöre, ist eben genau das Thema, was Jens angesprochen hat. Das ist, was wir oft sagen, wir schicken uns so unendlich viele Filme auf Telegram. Aber das ist noch nicht Handeln. Wo handeln wir, dass wir uns diese Frage immer stellen? Und da wünsche ich mir so viel Leidenschaft wie beim Ralf, obwohl ich dann auch denke, ich sage auch manchmal, der größte Widerstand, den wir auch leisten können, ist eben auch unser eigenes Überleben. Und deswegen meine ich nicht hungern bis zum Tod, aber irgendwie so in die Richtung finde ich das ganz super und toll. Allerdings gibt es jetzt auch noch eine kleine traurige Nachricht, bevor wir losgehen. Dann würde ich den Frank nach vorne bitten. Bei aller Leidenschaft und Freude, die wir jetzt hatten, wir machen das unten am Dobberner Platz weiter. Jetzt möchte ich euch bitten, dem Frank kurz zuzuhören. Danke. Ja, hallo. Wir sind eine Gruppe aus Kamüritz, mein Name ist Frank. Und vor 3 Jahren hat einer unserer Leute, die auch schon von Anfang an bei der Demo dabei waren, ist jetzt leider zum 17. März verstorben. Und wir für uns wollen einfach nur daran erinnern, wir haben heute eine Kerze mit dabei, wollen an ihn erinnern. Der eine oder andere wird ihn vielleicht kennen. Nicht, dass ihr euch wundert, dass ich ein Bild mit dabei habe. Ja? Also nur für euch zur Info. Danke. Und ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht auch einen ganz kleinen Moment Ruhe einkehren lassen, einen kleinen Moment. Also ich habe den Ole kennengelernt, wir sind nach Rostock gekommen, das waren mit seiner Frau zusammen die ersten Menschen, die uns aufgefallen sind, die wir kennengelernt haben. Unten am Stadthafen war damals die Schilderdemo immer und die hatten immer ein eigenes Transparent dabei. Also ich würde bitten, dass wir vielleicht einen Moment schweigen. Danke. Vielen Dank. Gut, Ruhe und Frieden, Ole. Und ich würde vorschlagen, dass wir uns dann jetzt langsam aufstellen und fertig machen. Wir haben heute nur das kleine Transparent mit. Das ist auch verbunden mit dem Technikauto, das fehlt. Die Schilder sind, glaube ich, verteilt. Wenn sich noch 2 Menschen finden, die das Transparent vorne tragen würden, das geht ja heute super schön. Danke, Thomas und danke, Klaus. Dann stellen wir uns auf. Ich gehe kurz runter vor. Wir können aber schon ruhig ein Stückchen runtergehen. Achso, habe ich euch die Strecke genannt. Ihr wisst, dass wir die Hauptkundgebung heute am Dobberner Platz machen. Das heißt, wir gehen jetzt hier einen kleinen Schlenker direkt runter zum Dobberner Platz. Da wird dann die Kundgebung nochmal mit Ralf stattfinden. Es ist heute ein bisschen anders. Und je nachdem, wie viel Lust ihr noch habt und wie viel Zeit wir noch haben, gibt es noch die Möglichkeit, statt direkt wieder hierher zu kommen, nochmal die lange Straße hoch und runter zu gehen. Aber das würde ich euch dann fragen am Dobberner Platz, ob wir da Lust haben, wie spät es ist. Also vielen Dank für eure Geduld heute, aber ich finde, das macht Spaß. Das braucht man auch mal wieder. Und es ist schönes Wetter, es ist nicht so kalt und los geht's. Dankeschön. So, dann bevor ich jetzt hier anfange loszumarschieren und zu laufen. Herzlich willkommen hier heute zur Montagsdemo in Rostock. Aufgrund des Ostermarktes hier Beginn vom KTC-Vorplatz hier, Krüppeliner Tor Center. Oder Krüppeliner Tor, sei ich. So, das habt ihr gehört, brauche ich nicht viel sagen. Richtung Doberaner Platz geht's jetzt. Oder nochmal der Star-Gast hier, sag ich mal.
hier nochmal einen Vortrag hält oder nochmal eine Zwischenkundgebung hier mit zu Wort kommt, wie auch immer. Ja, heute technikmäßig, wie schon eingangs erwähnt, ist ein bisschen Improvisation hier gewesen, weil ein oder zwei Fahrzeuge hier heute nicht mehr einsatzbereit sind. Aber dafür klappt es trotzdem noch ganz gut. Schätze mal, ich habe da jetzt keine genauen Informationen drüber, aber zeitgleich hier in Rostock auch, die letzten Wochen auch in der Südstadt hier noch zusätzlich zur Veranstaltung hier eine Demonstration. Hier lustige Herren sind auch mit dabei. Er sieht aus, als ob er ja, es nicht so gut im Leben hat hier. Ne? Aber ist doch schön, mal einen Ortswechsel hier dann auch andere Menschen erreichen zu können, vielleicht auch ein kleines Highlight bieten zu können. Also wenn es so sein sollte, dass in der Südstadt jetzt auch wie gewohnt zweite Demo ist, vermisse ich ein bisschen auch Live-Bilder Unterstützung oder ich habe sie vielleicht noch nicht vor die Augen bekommen. Wäre ja schön, wenn das auch mitzusehen ist. Oder mir mal einen Tipp gibt, wo ich das Ganze auch mal sehen kann. Aber nichtsdestotrotz ist ja auch egal, woher die Bilder stammen. Hauptsache man sieht und man erkennt, dass eben weiterhin Bewegung auf den Straßen ist. Und da gebe ich hier mein Bestes dafür, wenn auch nicht mehr so häufig wie in der Vergangenheit. Einfach ganz viele Baustellen. Aber letzte Woche hat es geklappt, diese Woche hat es auch geklappt. Ja, uns sind ja viele hier mit dabei, die immer mal Aufnahmen mit beisteuern hier zur Gemeinschaft, was dann untereinander geteilt wird und in die Welt getragen wird. Ne? Wir können alles kontrollieren, denunzieren, was wir tun sollen und was nicht. Sag mal, haben wir den Verstand verloren? Sag mal, wann hört das hier auf? Wäre es nicht besser zu leben, anstatt klar zu sehen, wie man uns unsere Zukunft braucht?
es kommt langsam die Jahreszeit, wo es abends hier ab 18 Uhr noch ein bisschen heller bleibt. Das ist schön. Wintermonate gehen langsam hier zur Neige. Sieht man die Transparente und Plakate dann auch noch ein bisschen aus der Entfernung besser. Obwohl das in der dunklen Jahreszeit manchmal mit den Lichtern und so auch ganz beeindruckend war. Ne? So, gab es ja auch schon so Zeiten, die mit Taschenlampen hochgehalten und so. Hier heute durch Ostermarkt eben verändert der Standort, aber das ist die anderen Jahre jetzt auch schon so gewesen. Und so gibt sich eben auch die Chance, dass ein, zwei Passanten mehr das Ganze hier einmal mit begutachten können. Ist ja auch Sinn und Zweck, Menschen zu erreichen. Liste mit interessanten Links zu finden in YouTube. Zeit, dass wir wieder selber denken. Zeit, dass wir wieder anfangen, wir selbst zu sein. Zeit, dass wir wieder selber leben. Wir können nicht mehr länger leise sein. Es ist Zeit, es ist Zeit, es ist Zeit. Mach dich bereit, ich bereit, ich bereit. Gut. Ja, da der Doberaner Platz nun örtlich nicht gerade sehr weit weg ist vom Röpeliner Tor, werdet ihr wahrscheinlich nicht mehr lange warten müssen, um noch weitere Wort und Reden hier hören zu können und teilhaben zu können. Das sieht ja hier so mit dem Hintergrund und dem Wetter und dem Sonnenuntergang, der sich in den Fenstern das spiegelt, richtig imposant aus. Natürlich die Menschen hier noch mit davor, macht den Eindruck natürlich noch viel gewaltiger. Oh, Zeit genug geschwafelt hier. Ne? Ah, ist wirklich schön. Und da bin ich wieder bei den Spaziergängen. Ne? Also, auch diese Regelmäßigkeit, also die ich nicht mehr ganz so häufig hinkriege, aber lange Zeit hier nur mitgemacht habe. Es sind wirklich körperliche Ertüchtigungsspaziergänge hier. Also die tun dann, auch wenn man viel um die Ohren hat, dann doch immer wieder mal gut holen runter. Ob man nun wandern geht oder hier sich ein bisschen austauscht, ein bisschen die Beine mit vertreten kann und gleichzeitig ein Zeichen setzen kann. Ja, ist nicht das Schlimmste auf der Welt, würde ich mal sagen, ne? Wenn man das hier mitmacht. Schon in Ordnung. Selbst für die Menschen, die
die nicht auf diesen Demos mitgehen, aber immerhin mal interessiert sind, was denn hier so besprochen wird, kann man auch an der Seite stehen. Oder im Auto sitzen, an der Ampel warten, geht auch. Jetzt habe ich ja noch weiter geschwafelt. Jetzt bin ich aber ruhig. Vergessen. Nach den Schlimmsten werden Straßen Edeka und Flugplätze benannt. Man packt die Hühner, die den Waffenschieber lässt man laufen. Kein Pöttchen Gras, aber eine ganze Giftgasfabrik kannst du ja kaufen. Wird euch die Luft verstrahlt, das Land macht ungestraft den größten Schaden. Nur lass dich nicht erwischen bei Sitzblockaden. Man packt den Krönfried doch, das Umweltschwein genießt Vertrauen. Vorbereitung hier, neue Redefläche wird gleich eröffnet. Ein, zwei neue Momente sind ja hier auch noch Zeit, bis alle sich hier eingefunden haben. Wo du noch mit in die Stadthalle rein bist. Und zwei, Test. Ich fand den Vortrag super. Test, Test. Ja. Und ich will jetzt schon mal erzählen, dass wir ursprünglich so gedacht, dass wir in der Mitte eine kleine Bühne haben, wo der Reif mit dem Hüller zwei, ist. Ja. Und wir an den tollen Hohmann-Platz über das Thema Verfassung sprechen. Das wäre schon ein geiles Bild gewesen. Das ist jetzt aufgrund dieser Vorkommnisse halt nicht möglich, aber das soll ich vielleicht ein bisschen hier im Kreis versammeln, dass sie gut hören können. Thank you.
Wahrheit sagt. Braucht ein verdammt schnelles Pferd. 1, 2, 3, zu sagen. Pack dir die Botte. So, hallo Rostock! Hallo! Hallo liebe Mitmenschen hier auf und am Domeraner Platz, an den Straßenbahnhaltestellen. Ob Sie nun Bewohner, Bewohnerinnen oder Gäste von Rostock sind, herzlich willkommen. Vielleicht nehmen Sie sich die Zeit, einfach einen Bus fahren zu lassen, die Straßenbahn, die zweite zu nehmen. Und hier vielleicht einen Moment zuzuhören. Wer sind diese Menschen, die hier heute auf diesem Doberaner Platz sind? Erstmal lieben Dank an euch alle, dass ihr wirklich in seiner riesengroßen Zahl für die jetzigen Verhältnisse hier seid. Dankeschön. Also erstmal muss ich mich nochmal entschuldigen, ich wurde darauf hingewiesen, dass der Mensch, dessen Tod wir vorhin beklagt haben, nicht Ole heißt, sondern Ulf. Das möchte ich nochmal klarstellen. Und wir machen jetzt gleich weiter und ich möchte jetzt schon mal darauf hinweisen, dass wir dann auch gleich zu dem Thema, zu dem der Ralf sprechen wird, mit Mappen rumgehen. Da kann man sich beteiligen. Das soll ich schon mal vorweg bekannt geben. Aber damit der Ralf gleich was dazu sagen, da werde ich mit der Steffi gleich mit Mappen rumgehen. Und jetzt macht der Jens weiter. So, kommen wir zu dem Thema, warum wir hier stehen. Ich nehme mir die 5 Minuten, das einleitend zu machen, weil der Ralf und ich von der Thematik etwas erkannt haben, was für die Gesellschaft überlebensnotwendig sein könnte. Mit meiner Auffassung subjektiv nein. Es ist die Grundlage, dass unsere Kinder und in meinem Fall speziell die Enkelkinder in einer Gesellschaft leben werden, die mit Sicherheit besser ist als die heutige. Vielleicht gelingt es den einen oder anderen zuzuhören und vielleicht nicht so einfach miteinander zu reden. Es ist ja nicht so, dass wir zum Spaß hier sind. Schauen wir auf die aktuellen Themen unserer Zeit, liebe Mitmenschen, die zuhören. Es begann mal mit einer sogenannten Corona-Pandemie. Es begann damit, dass über einen Impfzwang diskutiert worden ist. Und das in einem freisten, demokratischsten Deutschland aller Zeiten. Wir sind jetzt 4 Jahre weiter. Worüber reden wir heute? Machen Sie das Fernsehen an, schlagen Sie die Zeitung auf. Sie werden irre, die Menschen werden irre gemacht von dem, was passiert. Krieg und Frieden. Beteiligt sich Deutschland an einem Krieg? Wird Deutschland Europa eine eigene Atomwaffe haben? Wir reden über einen neuen WHO-Pandemievertrag. Wir reden über künstliche Intelligenz, wir reden über einen Great Reset 2030, einen Herrn Klaus Schwab mit seiner Vision, du wirst nichts besitzen und glücklich sein. Es geht weiter, es stehen die Fragen, welches Gesundheitswesen wollen wir haben, welches Bildungswesen, was ist mit dem Rentensystem und. Wir können, das ist bloß ein Überblick. Für mich zusammenfassend und das als Ausgangspunkt, wir Menschen, die Väter, die Eltern, die Mütter, die Kinder, die Jugendlichen, die Großeltern, wir leben heute da, wo wir sind, weil die Gesellschaft war, wie sie war und ist, wie sie ist. Wird sich hieran vom Wesen her nichts ändern? Es geht nicht um kleine Stellschrauben und ob die Mädchen mal ein bisschen mehr die Wahrheit sagen oder ob, was weiß ich, die Politiker Diskussionsrunden durchführen. Es geht generell auch darum, was für ein Politiksystem ist denn das Beste für Deutschland, welche Rolle haben Zweitstimmen. Bleibt diese Gesellschaft so, in diesen Strukturen, wie sie heute ist, wird sich am Wesen, wird sich morgen nichts ändern. Meine Enkelkinder werden in derselben Gesellschaft aufwachsen wie jetzt. Und ich habe mir die Frage gestellt, und darüber sind wir auch an den Ralf Böß gekommen, wir haben uns kennengelernt. Gibt es eine einzige Frage in diesem Land? Gibt es für die Menschen, für die Gesellschaft eine zentrale Frage, die, wenn sie auf die Tagesordnung kommen würde, wenn Millionen Menschen auf die Straße gehen und fordern, wir möchten diesen Artikel 146 umsetzen,
Wir möchten, dass in diesem Land die Menschen, die Väter, Mütter und Großeltern darüber in eine Diskussion kommen, wie und welche Verfassung wir uns als Volk geben wollen. Mit dieser Frage müssten, mit dieser einen Frage, würden alle Themen auf die Tagesordnung kommen. Nehmt egal was, Medien, NATO, Krieg, Frieden, egal was, mit diesem Thema würde alles in diesem Land auf die Tagesordnung kommen. Und einen ganz konkreten Vorschlag, wir weichen da etwas ab, aber die Grundrichtung ist die richtige, das ist etwas, wofür Ralf Böß aus Berlin steht, mit dem Verein Unsere Verfassung e.V., nämlich mit einer ganz konkreten Vision, über einen ganz konkreten Weg, dieses Grundgesetz geändert zur deutschen Verfassung zu erheben. Begrüßt ganz herzlich Ralf Böß aus Berlin. Dankeschön, der hat schon die Hälfte gesagt von dem, was ich zu sagen hätte. Spaß beiseite. Bevor ich jetzt auf das Kernthema komme, möchte ich doch mal hier viel für Frieden schaffen ohne Waffen und Antikriegsversuche auch da sind, dazu doch ein ganz kleines Wort sagen. Was unsere Regierung leistet, ist in jeder Weise verfassungswidrig. Ich möchte das am Grundgesetz erklären. In Artikel 1 heißt es, die Würde des Menschen ist unantastbar, sie zu achten und zu schützen, ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Das ist Satz 1 von dem Artikel. Und der Satz 2 heißt, das deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschen, Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. Das heißt, laut Grundgesetz ist unsere Politik dazu verpflichtet, für die Menschenwürde einzutreten. Und es ist ihr verboten, für politische Sonderinteressen einzutreten. Seien es die Interessen Amerikas gegenüber Russland oder seien es die Interessen Netanyahus in Israel. Die Verpflichtung der deutschen Regierung laut Grundgesetz ist ausschließlich die, im Sinne der Menschenwürde tätig zu sein. Im Sinne der Menschenwürde heißt, im Falle jetzt Israels nicht zu sagen, die Unterstützung Israels ist deutsche Staatsräson. Es hat verständliche Gründe, dieser Satz, aber er ist verfassungswidrig. Die Unterstützung der Menschenwürde, egal wo und bei wem, ist deutsche Staatsräson. Das ist das Thema. Und damit würde man völlig anders in der Welt stehen und sich nicht in eine Sonderposition, die jetzt sehr an die amerikanische Position gebunden ist und uns im Konflikt mit der gesamten Welt, übrigen Welt bringt, stellen. Und vor allen Dingen in Konflikt mit der Menschlichkeit, in jeder Weise. So in dieser, das war hier vorneweg zu sagen. Das Thema Verfassung ist bei unseren Politikern überhaupt nicht besonders beliebt. Es gibt ja den Verfassungsschutz, der immer die Verfassungswidrigkeiten feststellt. Ich sage immer, wenn ihr echt ein Thema braucht, geht in den Bundestag. Guckt den Bundestag ein, sperrt sie alle ein. Es gibt dort die Verfassung nicht. Ich bin heute eingeladen zu einem besonderen Thema. Was ist die zentrale Frage für unser Land? Hat er schon vorgesagt. Als ich das gelesen habe, dachte ich immer, oh, ich hätte das so nicht formuliert, klingt größenwahnsinnig. Aber wenn er das formuliert, dann überlege ich mir, ob ich das Entsprechende zu sagen habe. Oder wenn man hier mich einlädt mit diesem Thema. Und dazu möchte ich jetzt was sagen. Was sind die zentralen Fragen für unser Land? Und gibt es die zentrale Frage? Das sind zwei verschiedene Dinge. Was sind zentrale Fragen und gibt es die zentrale Frage? Ich möchte sagen, zentrale Fragen zurzeit, er hat es angedeutet. Was ist mit unserem Gesundheitssystem? Wie stehen unsere Schulen da? Wie werden die Kinder behandelt? Wie werden die Alten behandelt?
Werden unsere Bahnen irgendwann mal wieder funktionieren? Was ist mit der Energie? Können wir sie uns so lange leisten? Und schaffen wir es, sie so einzurichten, dass die Wirtschaft nicht abhaut? Was ist mit den Bauern? Also man kann ja, jetzt kann man kann Themen aufmachen, so viel, dass es kracht. Wie schaffen wir es, dass die Richter wieder verfassungsgemäß und im Sinne der richterlichen Unbefangenheit und so weiter arbeiten? Nach rechtsstaatlichen Prinzipien wird Corona aufgearbeitet werden? Eine der großen Fragen. Es gibt so viele Fragen. Können wir und dann wann können wir unseren Politikern wieder trauen? Das ist eine der schwersten Fragen, die wir uns überhaupt zu stellen haben heutzutage. Und was ist mit der Presse? Wird das Bargeld abgeschafft? Was ist mit dem Krieg? Wenn man so guckt, es gibt eigentlich, wenn man die Themen alle zusammenführen würde, es wäre ein unglaubliches Potpourri von Themen. Und wenn man irgendwo fragt, wo läuft eigentlich was gerade? Es gibt nicht einen einzigen Punkt in diesem Land, wo noch was gerade läuft. Korruption! Die Korruption läuft gerade. Wunderbar. Und damit komme ich zum Hauptpunkt der Frage. Wenn man fragt, was sind die wichtigen Themen in diesem Land? Das sind alles wichtige Themen. Und alle diese Themen treiben punktuell Menschen auf die Straße. Assange und so weiter und so fort. Alle diese treiben punktuell. Und diese Menschen stehen alle eigentlich doch nebeneinander mit ihren Themen. Obwohl es, und da ist die Frage, gibt es ein Thema, was alles verbindet? Ich stelle die Frage. Und die Frage heißt ganz einfach, bei allem, was da läuft, wer hat eigentlich die Macht im Staate? Ich mache mal ein paar Angebote. WEF, WHO, EU, die Amerikaner. Wer hat eigentlich die Macht im Staat? Unsere Politiker? Da sagst du, nee, eigentlich nicht. Die haben schon lange nichts mehr zu sagen. Also so in der Art, da steht man, wer hat eigentlich die Macht im Staate? Im Sinne der Verfassung heißt es, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Die große Frage heißt, wo treffen wir mal den Volke? Wo ist der Volke? Wer ist der Volke? Er möge sich bitte vorstellen. Das ist das Problem. Und das Problem, was wir haben, sind auch die Einzelbewegungen oder die Einzelprobleme. Es ist halt eine Fülle. Ein zusammenbrechendes Haus, da geht halt die Wasserleitung kaputt, der Strom geht kaputt, alles geht kaputt. Ne? Und so weiter. So ist das ja auch. Alles geht kaputt. Aber was ist das Grundproblem? Das Grundproblem ist, dass wir nichts zu sagen haben. Und zwar schon seit 1949. Aber in immer verschärfter Form. Solange die DDR noch gewissermaßen nicht im Westen war, nicht eingegliedert war, sah es im Westen anders aus. Da hatte man das Gefühl, das Grundgesetz ist tatsächlich stimmig oder stimmt. Aber das Gefühl dürfte jetzt vergangen sein. Da ist das Problem. Und da ist die Frage, die ich heute stelle, ist, wie man die Machtfrage im Grunde lösen kann. Also die Einzelthemen auch, aber die Machtfrage im Grunde. Die Machtfrage heißt, wie gehen wir damit um, dass wir unseren Staat wieder in den Griff bekommen, dass wir unseren Staat nicht wieder in den Griff bekommen, das allererste Mal in den Griff bekommen. Wie schaffen wir es, dass es wie im Sinne des Grundgesetzes heißt, alle Staatsgewalt geht vom Volk aus, den Staat etwas zu tun, was den Staat in unsere Macht setzt und nicht uns zu opfern werden lässt, weiter zu opfern werden lässt. Es gibt ein ganz einfaches Mittel. Das Mittel ist einfach in der Struktur und trotzdem schwer zu erreichen, weil viele Menschen mitmachen müssen. Aber es geht ohne Gewalt und ohne, dass wir einen in die Fresse kriegen und ohne, dass die Polizei uns von den Plätzen. Das Mittel geht ganz einfach. Wir haben etwas Besonderes im Grundgesetz. Die Mütter und Väter des Grundgesetzes waren darauf vorbereitet, was hier ist.
Die Mütter und Väter des Grundgesetzes haben etwas vorbereitet, dass das Volk das Ideal der Mütter und Väter des Grundgesetzes war, dass eine Verfassung etwas ist, was das Volk aus eigenem Antrieb in die Welt stellt. Das Ideal von Carlo Schmitt war, eine Verfassung ist nichts anderes als die in Rechtsform gebrachte Selbstverwirklichung der Freiheit eines Volkes. Das muss ich nochmal sagen. Eine Verfassung ist nichts anderes als die in Rechtsform gebrachte Selbstverwirklichung der Freiheit eines Volkes. Vor wem frei? Vor der Politik. Deswegen sind die Grundrechte hingesetzt worden als Widerstand gegen die Politik. Und das ist das deutlich? Deswegen sind die Grund als eine Verfassung ist nichts anderes als die in Rechtsform gebrachte Selbstverwirklichung der Freiheit eines Volkes. Und deswegen hat er 1949 gesagt, als die Amerikaner und die Westalliierten wollten, ihr macht jetzt eine Verfassung, hat er gesagt, können wir nicht. Hier ist die Totalbesetzung. Die Besatzer haben Allmacht, wir können keine Verfassung machen, wir können nur ein Grundgesetz machen. Und der Begriff des Grundgesetzes für Carlo Schmitt, der hat diese Idee gehabt, war, ein Grundgesetz ist eben nicht die Selbstverwirklichung der Freiheit eines Volkes, sondern ein Grundgesetz ist nichts anderes als eine Ordnungsstruktur für einen besetzten Bereich. Und da hat er gesagt, es ist nur die Ordnungsstruktur im besetzten Bereich, aber der Form nach ist es provisorisch, dem Inhalt nach muss es stimmen. Das ist der Vorlauf, dem Inhalt nach muss es stimmen. Und dann haben die gerungen mit den Amerikanern darum, da was hinzusetzen, was seiner Veranlagung nach unglaublich positiv ist. Die Freiheitsrechte vorne zu erwähnen, im Eingang die Freiheitsrechte des Menschen zu entfalten und über den Staat erst in Artikel 20 zu sprechen. In der DDR war es umgekehrt, da wurde sofort gesagt, Artikel 1, die DDR ist ein sozialistischer Bauern- und Arbeiterstaat unter der Führung der SED dann ab 68. Ja, so, und dann wurde die Staatsstruktur entwickelt und dann wurde in Artikel 19 gesagt, innerhalb dieser Struktur haben alle Deutschen das Recht, in freier Weise an der Ausgestaltung des Sozialismus mit tätig zu sein. So, da wird ein Käfig aufgebaut und man darf in dem Käfig alle Verfassungen der Welt sind fast so aufgebaut. Die amerikanische ganz extrem. So, irgendwo kommen die Menschenrechte. Hier sind die Menschenrechte entfaltet. Und dann erst in Artikel 20 steht überhaupt mal die Bundesrepublik. Und dann ist die totale Anwendung dessen, die ist vollständig in Artikel 20 gehoben aus dem Grundrecht. Da sind keine Partikularinteressen drin. Und daraus ist die Staatsstruktur entwickelt. Das ist eine Besonderheit am Grundgesetz. Und dann hat er, und vorne, ich will nur die ganz kurz die Architektur des Grundgesetzes erklären. Ganz vorne hat er draufgeschrieben, damit klar ist, dass das Grundgesetz keine Verfassung ist. Hat er nicht draufgeschrieben, Verfassung der Bundesrepublik Deutschland. Er hat aber auch nicht draufgeschrieben, Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Wenn man sich das anguckt, heißt es Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, nicht Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Das ist ein Unterschied. Wer es sehen will, steht auf allen Grundgesetzen vorne drauf. Und das ist der Eingang des Grundgesetzes. Und am Ende des Grundgesetzes steht Artikel 146, der letzte Artikel im Grundgesetz, heißt, dieses Grundgesetz verliert seine Gültigkeit an dem Tag, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die vom deutschen Volk in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Unsere Politiker gehen heute hin und sagen, das Grundgesetz ist doch die Verfassung. Für unsere Politiker hat das Grundgesetz die Verfassung zu sein. Das ist die Besonderheit. Ich muss das deutlich auseinandernehmen. Also für unsere Politiker, das Grundgesetz ist so gebaut, dass die Politiker ihren Spielplatz im Grundgesetz kriegen. Die Politiker sind nicht verfassungsgebende Gewalt, sondern verfasste Gewalt. Und für die verfasste Gewalt hat das Grundgesetz die Verfassung zu sein. Die haben sich danach zu richten. Das Problem ist nur, wenn die Politiker sagen, das Grundgesetz ist eine Verfassung, da kann man sagen, wunderbar, für dich ist es sie. Warum, du Arschloch, hältst du dich nicht dran? Ja.
Für die verfasste Gewalt hat das Grundgesetz die Verfassung zu sein. Für das Volk nicht. Da fehlt was. Der Schritt, das Grundgesetz zur Verfassung zu erheben. Carlo Schmitt hat das ganz deutlich gesagt. Eine Verfassung ist nichts anderes als die in Rechtsform gebrachte Selbstverwirklichung der Freiheit eines Volkes. Auch die Straßenbahn steht jetzt hier schon einige Zeit. Dann hat er gesagt, das Publikum mit auch der Beitritt aller noch vorhandenen deutschen Gebiete damals, das war ja nur Westdeutschland, wird dieses Grundgesetz nicht zu einer Verfassung machen können. Diese wird es erst geben, wenn das deutsche Volk Form und Inhalt seiner Verfassung in freier Entscheidung beschlossen haben wird. Wir sind 1989 alle über den Tisch gezogen worden. Und damit das ganz klar ist, möchte ich vorlesen, was unsere Politiker vorne reingeschrieben haben ins Grundgesetz, in die Präambel. Wenn man irgendwas lesen will, Frau Merkel wurde gefragt zum 70. Geburtstag des Grundgesetzes, damals war sie noch Kanzlerin, da wurde sie gefragt, was schätzen Sie am Grundgesetz ganz besonders? Da hat sie gesagt, Artikel 1 und die Präambel. Artikel 20, der die Politiker darauf verpflichtet, im Sinne der Menschenwürde tätig zu sein, hat sie überhaupt nicht im Blick. So, das ist nämlich die Staatsstruktur. Und jetzt erzähle ich, was in der Präambel steht, warum selbstverständlich unsere Politiker die Präambel so wahnsinnig schätzen. Sie haben das ja auch hineingesudelt, was ich jetzt erzähle. In der Präambel steht, im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und dem Volk und so weiter und so fort, hat sich das deutsche Volk Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben. Wer ist die verfassungsgebende Gewalt in diesem Volk? Sie haben reingeschrieben, hat sich das deutsche Volk Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben. Das ist eine Lüge. Die Politiker haben sich selbst in die Position der verfassungsgebenden Gewalt versetzt dabei. Das heißt, das ist eine Anmaßung, die nicht zu akzeptieren ist. Ist das deutlich? Dann haben Sie noch was reingeschrieben. Damit gilt dieses Grundgesetz für das gesamte deutsche Volk. Ein Grundgesetz kann nicht für ein Volk gelten, sondern nur für ein Gebiet. Wenn das Grundgesetz für das deutsche Volk gilt, wäre Folgendes möglich. Ich mache ein ganz extremes Beispiel. Ein Araber steinigt hier auf dem Platz seine Frau. Dann kommt die Polizei und fragt, guckt nach dem Pass, haben Sie einen deutschen Pass? Dann sagt er, nee. Hat Ihre Frau einen deutschen Pass? Nee. Dann sagt er, Sie dürfen sich steinigen, für die gilt das Grundgesetz nicht. Wenn das Grundgesetz fürs deutsche Volk geht, kann ich nach Arabien gehen, die härtesten Sprüche machen gegen den Kükenkit, gegen diesen Prinzen, der den Khashoggi da zersägt hat. Ne, und dann kommt die Polizei und sagt, was machen Sie für Sprüche? Ne, ja, dann sage ich, oh Moment, für mich gilt das Grundgesetz. Ich habe Meinungsfreiheit. Ich bin deutsches Volk. Ich gehöre zum... Merkt man, dass ein Grundgesetz... Damit hat man aber dem Grundgesetz die Position, den Ort geraubt, wo es gilt. Da stand früher, das Grundgesetz gilt in den und den und den und den Ländern. Und das hat man hier geraubt. Und das ganze Grundgesetz so hergerichtet, dass es wegfallen kann. In Artikel 23, wo früher nur drin stand, in welchen Bereichen es gilt, steht heute, dass man genehmigt, dass man erlaubt, das Grundgesetz, die Kompetenzen an die EU abzugeben. Okay, so viel zum Thema. Und jetzt zum Thema, was wir machen können. Die Mütter und Väter des Grundgesetzes haben diesen Artikel 146. Der Artikel 146 heißt, dieses Grundgesetz verliert seine Gültigkeit an dem Tag, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die vom deutschen Volk in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Ein ganz wichtiger Satz. Dieser Satz ist unser Thema. Wir als Verein in Berlin haben daraus etwas gemacht.
Wir haben eine Volksabstimmung in die Welt gestellt. Und in dieser Volksabstimmung gibt es drei Fragen oder drei Dinge, die man beantworten kann. Diese Volksabstimmung, diese Abstimmung läuft jetzt schon länger im Internet und wird heute hier verteilt, dass man sie unterschreiben kann. Diese Abstimmung besteht aus drei Fragen. Ich stimme zu, das Grundgesetz nach Artikel 146 zur Verfassung der Bundesrepublik zu erheben. Ich möchte was sagen. Theoretisch kann man alles Mögliche zur Verfassung erheben. Nach Artikel 146 heißt, dieses Grundgesetz verliert die Gültigkeit an dem Tag, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die vom deutschen Volk in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Man könnte jetzt irgendeine Verfassung schreiben. Man hat aber verschiedene Probleme. Erstmal ist das Grundgesetz unglaublich positiv gedacht. Es ist noch längst nicht entfaltet. Das ist was völlig anderes. Es ist unglaublich positiv veranlagt, wenn es auch durch die Amerikaner und den Schwachsinn unserer Politiker nicht in richtiger Weise entfaltet wurde. Das ist eine ganz andere Geschichte. Wenn man was Neues macht, dann sagen die Machthaber, das sind Verfassungsfeinde und man hat sofort den Verfassungsschutz und alles an der Backe. Ist das deutlich? Wir machen was Neues, dann sagen die, die sind gegen das Grundgesetz und Verfassungsfeinde, sind Reichsbürger und alles Mögliche, seid ihr raus. Dann ist man raus aus dem System. Wenn man sagt, wir erheben das Grundgesetz zur Verfassung, was wollen sie da machen? Wir erheben das Grundgesetz in eine Höhe, wo es bisher noch nicht ist. Da kann man nicht sagen, wir sind Verfassungsfeinde, sozusagen. Ja, sogar im doppelten Sinne nicht. Jetzt hat die Sache aber ein Problem und auf das muss ich hinweisen. Wenn man nur das Grundgesetz zur Verfassung erhebt, erhebt man alles, was im Grundgesetz nicht in Ordnung ist, auch zur Verfassung. Im Grundgesetz ist sehr vieles nicht in Ordnung. Artikel 1 Absatz 2 heißt, alle Staatsgewalt geht vom Volk aus, sie wird vom Volk in Wahlen und Abstimmungen durchgeführt. Wie wir abstimmen können, wissen wir nicht. Wir müssen eine riesen Volksabstimmung haben zum Thema, ob wir die Speerspitze gegen Russland sein wollen, ob wir Krieg haben wollen. Das wäre ein Thema, das hätten wir zu stellen. Als Volksabstimmung, bevor unser durchgeknalltes Personal hier Tatsachen schafft, die mit weder der Verfassung noch mit dem Volkeswillen noch mit irgendeinem gesunden Gedanken, der überhaupt existiert in der Welt, irgendeine Verbindung hat. Wenn man das Grundgesetz zur Verfassung erhebt, erhebt man vieles, was nicht in Ordnung ist, mit zur Verfassung. Wenn man es einfach so zur Verfassung erhebt, ist das deutlich? Dann erhebt man auch Scheiße zu Gold und würde den jetzigen Zustand nur zementieren. Deswegen darf man nie sagen, wir erheben nur das Grundgesetz zur Verfassung. Sondern man muss es weitergehen. Und jetzt sage ich Ihnen zwei weiteren Fragen. Die erste heißt, ich stimme zu, das Grundgesetz nach Artikel 146 zur Verfassung zu erheben. Nicht was anderes zu machen. Das Grundgesetz zur Verfassung zu erheben. Die Besonderheit am Grundgesetz ist Zentralstellung der Menschenwürde. Das Grundgesetz ist nicht wie alle anderen Verfassungen der Welt so gebaut, dass es das Volkswohl garantiert. Alle Verfassungen der Welt sind aufs Volkswohl orientiert. Das Grundgesetz nicht, und zwar aus folgendem Grunde. Der Adolf hat nie was anderes gesagt, als dass es um Volkswohl geht. Was das Volkswohl ist, definiert immer die herrschende Obrigkeit. Deswegen ist auch eine Vereidigung von Frau Merkel oder von unserem Bundespimp jetzt aufs Volkswohl verfassungswidrig, auf die Würde des Menschen und die Achtung der Freiheitsrechte. So, das Grundgesetz spricht nirgends vom Volkswohl, sondern es ist statt auf das Volkswohl auf die Würde des Einzelmenschen ausgerichtet. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Aufgabe aller Staatengewalt. Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit. Das ist der Hammer. So, und das Grundgesetz geht davon aus, dass das Volkswohl existiert, wenn das Recht des Menschen, die Würde des Menschen geachtet ist. Das ist die Besonderheit. Da braucht man über das Volkswohl nicht mehr reden. So viel zum Thema. Wir erheben das Grundgesetz zur Verfassung. Also, ich habe das nur nebenbei gesagt. Ich stimme zu, das Grundgesetz nach Artikel 146 zur Verfassung zu erheben. Aber wie vieles da drinnen nicht stimmt, ist der Hammer. Ich stimme zu, das ist der zweite Punkt, Volksabstimmung vollumfänglich in der Verfassung zu verankern.
wollen wir Speerspitze gegen Russland sein. Ist es richtig, dass unsere Politiker ihre Kompetenzen abgeben an eine nicht verfasste und absolut nicht demokratische EU? Der nächste Punkt. Da gibt es ganz viele Punkte. Ist es, was haben wir? Du bist. Nee, brauch ich nicht. Also, das ist der zweite Punkt. Ist das deutlich? Da kommen unheimlich viele Fragen. Vollumfänglich. Wie stellen wir uns die EU vor? Wo machen wir mit? Da gibt es Millionen Fragen. Ist das deutlich? So, die nächste Frage heißt: Ich stimme zu, dass über die Inhalte der Verfassung nur per Volksabstimmung zu entschließen ist. Ich wiederhole die drei Fragen dieser Volksabstimmung. Ich stimme zu, dass unser Grundgesetz nach Artikel 146 zur Verfassung der Bundesrepublik zu erheben. Ich stimme zu, das Recht auf Volksabstimmung vollumfänglich in der Verfassung zu verankern. Und ich stimme zu, dass über die Inhalte der Verfassung nur per Volksabstimmung entschieden werden kann. Das sind die drei Fragen. Und dazu gibt man einmal ein Ja oder ein Nein zum Gesamtpaket. Diese Abstimmung läuft unter www.unsere-verfassung.de. Die Flyer, die werden hier dann hoffentlich gleich im großen Maßstab verteilt und man kann sie sich hier holen. Man kann auch gleich unterschreiben. Wir haben diese Abstimmung aber nicht nur als solche in die Welt gestellt, weil wenn sie nur jetzt angenommen, sie würde jetzt von, was weiß ich, 30 Millionen Leuten unterschrieben werden, dann wäre es nichts weiteres als ein Willensakt, ein Willensimpuls. Da sage ich, ich will das. Und sagen unsere Politiker, toll, dass du das willst. Und dann kommt die nächste Frage. Ja, wer setzt denn das um, dass es auch fast stattfindet? Volksabstimmung vollumfänglich. Wer macht denn die Gesetze dafür? Müssen wir jetzt hingehen? Bei uns machen ja die Gesetze nur die Politiker. Wenn Politiker Volksabstimmungsgesetze machen sollen, mehr Demokratie hat das über 30 Jahre versucht, der Verein, oder Omnibus für direkte Demokratie, ne? Versuchen die Politiker zu überzeugen, Volksabstimmung vollumfänglich die Gesetze dafür zu machen. Man muss begreifen, Volksabstimmung ist für die Politiker nackte Konkurrenz. Wer die Politiker fragt, dass sie Volksabstimmungsgesetze machen, der ist so schlau, wie man die Mafia fragt, dass sie Gesetze machen zur Einschränkung ihrer eigenen Macht. Alle Parteien, die heute von Volksabstimmung reden, sind nur die Parteien, die keine Wahlchancen haben. Sobald sie die Chance haben, in die Höhe der Macht zu kommen, hören sie sofort damit auf. Die Grünen haben, bevor sie an die Macht kamen, das sogar aus dem Parteiprogramm gestrichen. Das muss man einmal begriffen haben. Das heißt, der Weg ist so, dass wir uns zusätzlich die Aufgabe zu unseren drei Fragen gestellt haben, wie man es schafft, dass wir uns selber nicht nur diesen Willensimpuls machen mit den drei Fragen, sondern sofort die Gesetze mit reintun. Die notwendigen Gesetze, die Gesetze für Volksabstimmungen dürfen niemals in die Hand von Politikern kommen. Und zwar für Volksabstimmungen auf allen Ebenen, auch für die Volksabstimmung auf Länderebene. Permanent die Politiker, die kümmern sich nicht drum. Erstmal legen sie einem Gesetze vor und machen da lauter Scheiß rein und am Ende kümmern sie sich nicht drum. Nein, das darf nicht sein. So ungefähr. Wir müssen als souverän. Die Volksabstimmung ist das Element des Souveräns. Und die Frage ist, wie kriegt man Gesetze in die Welt, ohne dass unsere Politiker was zu sagen haben? Es ist ja so, dass sie heute werden alle Gesetze über Artikel 20, über das Parlament gemacht, über Bundestag und Bundesrat. Alle Gesetze. Das haben wir uns gleich mitgestellt und deswegen, ich sage ganz vorsichtig, wenn diese Abstimmung läuft, ich stimme zu, das Grundgesetz nach Artikel 146 des Verfassungsgerichts, ich stimme zu, Volksabstimmung vollumfänglich in der Verfassung zu verankern. Ich stimme zu, dass über die Inhalte der Verfassung nur per Volksabstimmung entschieden werden kann. Wenn man in diesem Abstimmungsding ist, dann steht, die Änderungen des Grundgesetzes, des Textes des Grundgesetzes, die damit vollzogen werden müssen, im Einzelnen. Und dann wird das genau durchgezogen. Nur damit man sich das ein bisschen vorstellen kann. Ich soll ja aufhören, ne? Ist die Zeit schon um? Alles gut. Scheiße, ich finde den Zettel nicht. Ist er vielleicht tot?
Damit man sich das vorstellen kann, die Änderung des Textes ist gut. Das wird dann alles mit abgestimmt. Das ist das Wichtige, worauf ich hinweisen will. Zum Beispiel steht in Artikel 23 zur Verwirklichung eines geeinten Europas wirkt die Bundesregierung Deutschland bei der Entwicklung der Europäischen Union mit. Der Bund kann hierzu durch Gesetz mit Zustimmung des Bundesrates Hoheitsrechte übertragen. Und weg tschüss. Sind sie. Und tschüss. Unsere Politiker haben in Wirklichkeit schon lange gar nichts mehr zu sagen. Es sieht nur noch so aus. Die haben ihre Hoheitsrechte alle übertragen. Das steht da drinnen. Der Bund mit dem Bundestag zusammen. Da haben wir die Ergänzung gemacht. Da heißt es jetzt, der Bund kann durch Gesetz mit Zustimmung des Bundesrates Hoheitsrechte übertragen, sofern das Volk in einem Volksentscheid nach Artikel 78a zustimmt. Ist das deutlich? Oder in Artikel 76 steht, Gesetzesvorlagen werden beim Bundestag durch die Bundesregierung aus der Mitte des Bundestages oder durch den Bundesrat eingebracht. Gesetzesvorlagen. Kanada kann gar nichts vorbringen. Und wir haben ergänzt und haben gesagt, Gesetzesvorlegen werden beim Bundesrat durch die Bundesregierung aus der Mitte des Bundesrates, Bundestages, aus dem Bundesrat oder vom Volk nach Artikel 78a eingebracht. Damit das ganz klar ist, wir haben den Verfassungstext gleich mit reingeschrieben, den geänderten, und sobald abgestimmt wird, ist er mit abgestimmt. Ist das deutlich? Super. Nämlich von der reinen Willensbekundung hat man gar nichts. Ich hatte eine Diskussion mit Sarah Wagenknecht, die hat gesagt, aber am Ende muss das doch irgendjemand legitimieren. Da sage ich, am besten der Bundespräsident. Ja. Das hat sie nicht gesagt, aber das war ihr Problem an der Stelle. Ja, so, aber ja, wer denn sonst? Ja, oder der Bundesverfassungsgericht. Wenn man die Herrschaften da kennt, dann ist es eine andere Geschichte. Aber so, das ist das. Das ist gleich mit abgestimmt und es gilt, weil das Volk das abgestimmt hat über Artikel 146. In Artikel 146 heißt nämlich, dieses Grundgesetz verliert seine Gültigkeit an dem Tag, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die vom deutschen Volk in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Das heißt, dass unsere gesamte politische Gewalt in diesem Prozess nichts zu sagen hat. Vollen Körpereinsatz. Des Weiteren ist vollständig, die Volksgesetzgebung wird dort auch mit abgestimmt. Ihr müsst euch das angucken, ich kann es nur sagen, wie man vollumfängliche Volksabstimmungen macht. Also es ist ja was anderes, ob was in der Verfassung steht oder ob es eine Gesetzgebung für was gibt. In der Verfassung stehen Artikel, in der Gesetzgebung stehen Paragraphen und da steht drin, wie viele Leute, in welcher Zeit, mit welchen Geldern und mit welchen Konsequenzen was zu machen haben und so weiter und so fort. Das steht in den Gesetzen. Die sind auch da eingeführt, das heißt, die sind auch mit abgestimmt, sodass durch die Abstimmung wir vollständig souverän sind und kein Politiker dazwischen zu quatschen hat. Die sind nämlich abgeschafft für diesen Prozess. Sehr gut. Hinterher sind sie ja wieder da. Aber wir sind dann der Chef. Das ist der Unterschied. So, und ich werde zum Schlusswort aufgerufen hier. Ich hoffe, euch ist nicht kalt geworden, sondern vielleicht sogar ein bisschen warm bei dem, was ich hier erzählt habe. Das Schlusswort kommt jetzt in folgender Art. Ich stimme zu. Die dritte Frage. Dass über die Inhalte der Verfassung nur per Volksabstimmung zu entscheiden ist. Daraus ergibt sich das Recht auf eine verfassungsklärende Versammlung. Ich muss das sagen, die wird stattfinden auf der Herren-Chiemsee-Insel. Im Chiemsee. Der Chiemsee ist ein wunderschöner, großer See mit Blick auf die Alpen. Dort, ihr Herren, es gibt zwei Inseln, zwei große Inseln. Das eine ist die Fraueninsel und die Herreninsel. Auf der Herreninsel ist das Grundgesetz geschrieben worden. Da sind zwei Schlösser drauf und in diesen Schlössern ist das Grundgesetz geschrieben worden.
Die verfassungsklärende Versammlung wird dort stattfinden. Wenn wir genügend Stimmen haben, das ist öffentliches Gelände, und wenn wir genügend Stimmen haben, entscheidet der Souverän, dieses öffentliche Gelände dafür zu nutzen. Ganz einfach. Auf diese, in die verfassungsklärende Versammlung, wen holt man da rein? Den Bundespräsidenten. Nein! Den Chef vom Bundesverfassungsgericht. Die ganzen Experten. Unabhängige Experten. Die Leute werden per Los gezogen. Per Los aus der Gesamtheit der Bevölkerung. Und die Leute, die dahin gezogen werden, das hören sehr viele, das eine Schloss ist riesig. Da kann man also Leute reinhauen wie nichts. Diese Leute werden da alle hin und die kriegen Verdienstausfall, Übernachtung, Essen, alles finanziert. Am besten von den Kriegskosten. Weil der Souverän das entscheidet, wenn wir genügend Stimmen haben. Ist das deutlich? So. Und dann wird diese Riesengruppe in 11 Gruppen eingeteilt. Jetzt fragt man sich, warum in 11 Gruppen? Das Grundgesetz hat 11 Kapitel. Und jede Gruppe kriegt die Aufgabe, das Grundgesetz im Sinne von Artikel 1 und Artikel 20 zu klären. Das Kapitel, was sie vorgelegt kriegt. Ich mache nur ein Beispiel. Im 11. Kapitel stehen die Besatzungsrechte. Da ist die Frage, sag mal, jetzt haben wir uns hier zum Souverän gemacht, gelten die Besatzungsrechte noch? Ja, so. So, dann heißt die nächste Frage, alle Geheimverträge kommen auf den Tisch. Alle Geheimverträge. Weil es kann ja was drinnen stehen, was Sinn macht. Man muss ja nicht gleich alles rausschmeißen. Es kann ja was drinnen stehen, was Sinn macht. Wir gucken uns das an. Geheimverträge, die nicht auf den Tisch kommen, gelten ab sofort als nicht mehr vorhanden. Punkt 1. Im 9. Kapitel ist die fehlende Gewaltenteilung festgeschrieben, dass unsere Politiker Recht haben, über die Prozesse im Gericht mitzudenken. Ne? Unsere Staatsanwälte sind vollständig weisungsgebunden an die jeweiligen Politiker. Und die Karriere unserer Richter hängt von den jeweiligen Justizministern der Länder ab. Das heißt, die werden immer, demnächst kommt, wenn im ersten Bundesland in Deutschland die AfD kommt, dann sollt ihr sehen, wie die Hälse wenden, um ihre Macht zu behalten oder um ihre Plätze zu halten. Ja, das ist ein Riesenproblem. Ne? So, das ist das. Und da wird die Frage stehen, entspricht das der Menschenwürde, Artikel 1, und entspricht das echter Demokratie und echtem Rechtsstaat oder nicht? Oder sind es nur politische Vorteile, Vorteile für die jeweiligen Parteien? Dann darf man das streichen. Ja. Artikel 1, oder ich hau jetzt sofort fest. Erste Kapitel, ganz wichtig. In diese Grundrechte darf per Gesetz eingegriffen werden. Inwiefern ist das berechtigt oder nicht? Wir haben das alles erlebt. Diese Dinge stehen dann alle zur Frage. Werden dort ausgearbeitet nach den beiden Artikeln, Artikel 1 und Artikel 20. Das sind die Entscheidungskriterien quasi. Und dann bringt man das ganze Ding zur Volksabstimmung. Das wollte ich nur erzählen. Ohne verfassungsklärende Versammlung gibt es keine Erneuerung in dieser Republik. Das wird alles mit abgestimmt, die Abstimmungsunterlagen. Jeder kann sein Handy nehmen. unsere-verfassung.de. Da kann er die Abstimmung machen. Super. Wer es nicht machen kann, kann es jetzt hier schriftlich. Wir haben es auch schriftlich mitgebracht. Man kann es hier machen. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Tut mir leid, wenn es zu lange war. Überhaupt nicht. Es ist wirklich eine Wohltat, dir zuzuhören. Es ist halt nur so, wenn wir denn mal souverän sind, dann können wir auch darüber bestimmen, wie lange wir an welchem Ort sprechen. Solange wir das nicht sind, haben wir Versammlungsgesetze. Ja, jetzt hörst du gleich wieder, ne? Und es ging mir auch noch darum, nochmal auf das Eigentliche hinzuweisen, nämlich dass ihr Ausdrucke mitgebracht habt. Wir haben schon ganz viele verteilt. Es hat sich herausgestellt, dass es vielleicht doch ein bisschen zu kompliziert ist, das jetzt hier auf dem Platz auszufüllen. Aber wer das möchte, wer den Reis unterstützen möchte, wer unseren Souverän unterstützen möchte, dass er wieder ein Souverän wird oder dass er erstmals ein Souverän wird, dann nimmt gerne nochmal so einen Zettel mit oder füllt das online aus. Da vorne sind noch welche, kommt ihr gerne zum Auto. Und ansonsten würde ich dir anbieten, Ralf, gerne, wenn wir nachher unsere Abschlusskundgebung haben, dann kannst du dich gerne nochmal auf ein paar Ausgaben. Ich glaube, du bist schon 2 Runden gelaufen, wir noch nicht. Jetzt stellt sich die Frage,
Wollen wir jetzt zurückgehen zum KTC oder wollen wir noch eine kleine Runde gehen, die lange Straße einmal hoch und runter? Wir sind ein bisschen weniger mittlerweile geworden. Das müsstet ihr mir jetzt einfach mal anzeigen. Wer möchte jetzt am KTC Schluss machen? Vielleicht den Ralf noch ein bisschen zuhören? Einmal richtig hoch? Auf. Wer möchte noch die lange Straße hoch und runter laufen? Das sind deutlich weniger. Ja, demokratischer Prozess. Das heißt, wir gehen jetzt ganz langsam zum KTC. Ich übergebe an Jens, den heimlichen Chef. So, ihr Lieben, seid so lieb, nehmt mal den Zettel mit. Alle, die hier sind. Also, wir können nicht zaubern, aber das ist wirklich was simpel Einfaches. Wenn es gelingen würde, dieses Grundgesetz mit den Änderungen zur Verfassung zu erheben, wäre das erstmal ein ganz, ganz, ganz großer Schritt in die richtige Richtung. Und deshalb, wenn wir es nicht tun, wer soll es denn tun? Also bitte nehmt so einen Zettel mit, lest das durch. Das ist eine Möglichkeit und es ist mehr wahrscheinlich wert als jede Petition. Also das Grundgesetz dazu Verfassung zu erheben mit den Änderungen, Volksabstimmungen und die Idee einer verfassungsklärenden Versammlung unbedingt. So, und das Grundgesetz, ja, die Artikel 1 bis 20 sind etwas, worüber uns viele Länder und Nationen beneiden. Natürlich müssen da auch einige Sätze raus, weil es heißt, es gibt irgendwelche Gesetze, die das einschränken können. Also unterstützt Ralf, es geht in die Richtung, wofür wir teilweise seit 4 Jahren auf die Straße gehen. Und an alle Menschen, die zuhören, jeden Montag 18 Uhr auf dem Neuen Markt. Wenn kein Ostermarkt ist, kein Pfingstmarkt oder Weihnachtsmarkt, jeden Montag 18 Uhr auf dem Neuen Markt. So, das ist kurz dazu. Und Dankeschön, Ralf, dass du da warst. Es gibt sicherlich noch viel, viel mehr zu erzählen. Dankeschön. Danke, Jens. Steffi, haben wir noch von den Flyern, von den kleinen Visitenkarten etwas? Haben wir noch. Hier sind noch Visitenkarten, da wurde ich eben nachgefragt. Also die Ausdrucke sind alle. Wir haben nur noch Datenschutz. Einen einzigen Ausdruck habe ich noch, der ist leicht beschädigt. Also ihr könnt das online machen. Sehr schön. Genau, und ich würde Bescheid sagen, dass wir jetzt zurückgehen. Ich weiß nicht, ob Ralf jetzt noch sprechen möchte hier am Wagen. Ob das geht oder? Nee, muss nicht singen. Ich habe ja genug Munition. Stefan, kann ich noch hier? Ja. Ja, ich liebe das Gebet. Das ist der, ja. Das ist der, leider vielleicht kaputt. Ich habe aber noch, wir haben da noch Infopfandmaterial. Halt mal fest. Ja. Das ist es. Hier sind noch Karten, wenn noch jemand will. Es gibt noch eine Rückseite. Ja, die Internetseite kennt ihr ja, aber hier ganz kurz so ein Überblick, wie das hier in ausgedruckter Form aussieht. Den Rest habt ihr gehört. Der Deutschen Einheit hat Ministerpräsidentin Schwesig eine breite Debatte über das Grundgesetz angeregt. Bei einem Festakt im Mecklenburgischen Staatstheater in Schwerin sagte die Regierungschefin, es sei möglicherweise ein Fehler gewesen, dass es nach 1990 in Ost und West keine gemeinsame Abstimmung über die Verfassung gegeben habe. Aus der aktuellen Redaktion berichtet Stefan Lübmann. Schwesig greift damit Vorschläge des Bürgerrechtlers und letzten DDR-Außenministers Meckel auf. Der Sozialdemokrat hatte kritisiert, dass das Grundgesetz auch mehr als 30 Jahre nach der Einheit noch immer vorläufig sei. Das sei so in Artikel 146 geregelt. Diese Vorläufigkeit müsse gestrichen werden. Lasst uns das Grundgesetz zu unserer Verfassung machen, sagte Meckel. Das sei so wörtlich toll. Wer sich nicht dahinter versammeln könne, der solle das in der Debatte mal sagen, so Meckel. Auch Schwesig sieht offenbar Diskussionsbedarf. Meckels Vorschläge seien klug, darüber müsse man in einen Austausch gehen. Der Gedanke, dass sich ganz Deutschland hinter seinem Grundgesetz versammelt, sei richtig und wichtig. Schwesig übernimmt Anfang November als Bundesratspräsidentin für ein Jahr den Vorsitz in der Länderkammer. Ja.
Das war eine, doch eine recht längere Rede und dadurch ist natürlich hier auch von den Straßenbahnhaltestellen und so weiter. Die konnten ein paar Wörter mehr mitnehmen. Ich habe auch einige immer wieder hier gesehen, die auch wirklich länger abseits hier gestanden haben und haben den ganzen hier doch für längere Zeit gelauscht. Auch jetzt sind wir noch so ein bisschen hier am Rande. Ja, für so einen Zettel hier vor Ort ist, glaube ich, ganz richtig. Damit kann man sich, glaube ich, mit so einer Stimme schon mal vernünftig vor auseinandersetzen und das in Ruhe dann recherchieren. Aber es ist ein guter Gedankenanstoß, finde ich. Der Rest liegt dann an jedem selber, man hat es gehört. Da kann man sich selber seine Gedanken machen, das Ganze zu sperren, nochmal in einem nicht mehr semi-totalitären Systeme, das habe ich vor 6 Jahren schon gesagt, sondern es sind viel, viel weiter. Wie erklärst du dir das, dass das, was ja scheinbar viele Menschen in Deutschland möchten, ja, auch die Polizei hier hat das Ganze hier sozusagen mit begleitet hier, also ich habe auch hier schon Videos gab, die im Nachgang irgendwie gelöscht wurden bei YouTube und da habe ich dann auch Einspruch eingelegt und ganz klar argumentieren können und das ging dann auch ganz schnell, ne, wenn ich hier Material erstelle auf einer Demo, die dann von der Polizei ja auch hier begleitet wird, dann ist da eigentlich nichts Löschenswertes mit bei und so klappt das dann auch, sollte es doch mal zu einer Zensierung kommen. Ja, da erzähle ich jetzt nochmal so. Die Zensierung gibt es auch wegen Musik und sonst dergleichen. Gründe können vielfältig sein, aber ich habe es mal mit am Rande erwähnt. So eine Sache hat man dann im Nachgang manchmal auch. Ne? Ja, nun ist mittlerweile doch schon dunkler geworden. Ne? Es wird ein Land gegen die Wand, wir haben bald nichts mehr zu verlieren. Mit jeder Stunde, die vergeht, lässt links mit uns eiskalt gefrieren. Es wird ein Land gegen die Wand, mit Vorsatz wird es ruiniert. Die Pandemie war nur ein Test, der Mord war sorgsam inszeniert. Deutschland, was von dir blieb, was von dir blieb, ist nicht allzu viel. Was auch immer mit dir geschieht, es ist gewollt, bitte glaube mir. Oh Deutschland, bist du geschehen, erinnert dich an das, was war, wunderschön. Wasser dann abwärts, das ist ja den ganzen Dreck wieder drauf, ne? Ja, ja. Ich hab jetzt mit dem anderen.
bisschen Traum wird Scheindemokratie. Machst du diesen Scheiß nicht mit? Bist du im Weltsau und rechts? Corona-Leugner, Volksverhetzer. Nicht links, grün und so und schlecht. Denk ich an Deutschland in der Nacht. Bin ich um den Schlaf geraubt. Dass es hier einmal so schlimm kommt, bin ich im Leben nie gedacht. Über Spanien lacht die Sonne. Heute wieder Schiff, denn in den Knast kommt man jetzt leicht. Rot, grün, gelb und schwarz dazu, um den Reichstag ein Zaun. Und die vier Farben bunt gemischt, ergeben wieder einmal Braun. Doch am letzten Rest von Hoffnung halte ich mich krampfhaft fest, dass der Michel noch erwacht und sich nichts mehr gefallen lässt. Hallo, hallo? Dann steigert über uns die Sonne und freut sich diese Welt, wenn sie sieht, dass man hier friedlich endlich fest zusammenhält. Ja, kleine Gruppchenbildung hier noch so lange, bis die letzten hier mit zugestoßen sind. Viel. So ihr Lieben, ich danke euch für eure Geduld. Kommt noch mal ein bisschen zusammen.
es war eine andere Demo heute, aber ich finde, es war schön, es war lohnenswert, so viel Leidenschaft. Eine Sache habe ich noch, ihr habt ja jetzt ganz viel Material bekommen. Wir haben noch so ein paar WHO-Flyer gedruckt. Wer möchte eine Handvoll mitnehmen, beim Nachbarn reinschmeißen? Nee. WHO-Pandemievertrag verhindern. Das, ich finde den Flyer, der ist die letzten Wochen sehr viel durch die Kanäle gegangen. Da geht es darum, würdest du folgenden Vertrag für dich und deine Familie unterschreiben? Und dann ist das mal einfach aus einem anderen Blickwinkel sozusagen betrachtet worden. Da haben wir schnell Flyer drucken lassen. Genau. Und jetzt wird der Ralf gleich noch was sagen. Er wird nochmal an einen Termin auch in Schwerin erinnern, dass ihr das bitte mitnehmt und teilt. Wir teilen das auch nochmal in den Kanälen. Bevor ich jetzt Schluss mache und dem Ralf nochmal das Mikro gebe, nochmal die Erinnerung. Am 30. Ostermarsch um 11 Uhr am Matrosendenkmal. Am Montag wäre eigentlich die Basis dran gewesen, haben wir jetzt entschieden, dass es da keine Demo hier geben wird, weil ja am 30. schon der Ostermarsch ist. Das heißt, wir sehen uns dann wieder 1. plus 7 am 8. Und dann haben wir wieder, wenn es klappt, einen besonderen Gast. Und dann gehen wir auch wieder ein bisschen länger. So, jetzt lasse ich hier den Ralf nochmal sprechen. Ralf, du darfst loslegen. Also erstmal möchte ich danken für alle, die sich das jetzt angetan haben, das zuzuhören. Und sagen, dass es ein sehr schwieriges Feld ist. Weil wenn die Einzelprobleme kommen, die Schulen sind nicht mehr offen, der Bäcker kann keine Brötchen mehr backen, egal wie, die Energie wird zu teuer, ist man sofort gewissermaßen auf der Straße. Das Thema, was jetzt angesprochen wurde, das ist so weit weg, dass es unglaublich schwierig ist, damit Leute zu erreichen. Das ist das eine, was ich sagen wollte. Und dass, wenn irgendjemand es weitergeben kann, dass man so gut weitergibt wie möglich. Auf der Webseite sind sehr viele Filme, also auch Vorträge und so weiter zu sehen und Texte zum Lesen und zum Schreiben und so weiter und so fort. Und wir sind für jede Art von Kontakt, auch wenn dann jemand sagt, kannst du hier mal einen Vortrag halten oder sowas, total dankbar. Das ist die Geschichte, das ist echte, das ist eine Arbeit an einer, das ist so ähnlich wie, wenn mein Haus zusammenfällt, dann gehe ich los. Ne? Dass da drunter im Boden schon die ganze Zeit was nicht stimmt, das hat mich so lange nicht interessiert, bis das Haus zusammenfällt. Und wenn das Haus zusammenfällt, versuche ich immer noch am Haus zu reparieren, anstatt auf den Boden zu gucken. Ist das deutlich? Das ist so eine ganz interessante Geschichte. Das Thema setzt sich sehr schwierig nur durch. Ich möchte nur noch was anderes erzählen, dass das Thema auch höchst gefährdet ist. Frau Schwesig, das wurde gerade hier erklärt, die Ministerpräsidentin dieses Landes, im Moment Vorsitzende des Bundesrates, empfiehlt, das Grundgesetz zur Verfassung zu erheben. Ich möchte nur sagen, damit ist das Thema natürlich aus der Ecke raus, dass man sagt, das kann nur Reichsbürger bewegen, die sowas sagen. Ne? Also Frau Schwesig ist jetzt in den Bereich der Reichsbürger eingetreten, wenn man das so sagen will, mit dem Herrn Meckel. Aber ich möchte das sagen, wie man sich das dort vorstellt, damit das klar ist. Im Grundgesetz steht Artikel 146. Dieses Grundgesetz verliert seine Gültigkeit an dem Tag, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die vom deutschen Volk in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Man will diesen Artikel löschen und dadurch das Grundgesetz zur Verfassung erheben. Und das ist einfach im Parlament. Dieser Artikel selber hat keinen besonderen Schutz wie Artikel 1 und Artikel 20. Man kann ihn mit einfacher Mehrheit löschen. Das ist ein unglaublicher Betrug am Volk, die eigene Souveränität in die Hand zu nehmen, der auf diesem Wege laufen würde. Ist das deutlich? Man macht, sie wollen das zum 75. Geburtstag des Grundgesetzes, das ist der 23.05. dieses Jahres, spätestens zum 3.10. Das ist der 31. Nein, der 35. Jahrestag der Wiedervereinigung. Ist das deutlich? Da will man den löschen. Und dadurch das Grundgesetz zur Verfassung erheben, dass man diesen hässlichen, dann macht man, schreibt man auch vorne drauf Verfassung der Bundesrepublik Deutschland oder sowas, ne? Oder Grundgesetz der Bundesrepublik. Man will es einfach löschen, ohne, ich will mal sagen, die grandiose volkspädagogische Aufgabe, die entsteht in der Auseinandersetzung, in der gemeinsamen Auseinandersetzung über die eigenen Grundlagen, irgendwie in Gang zu bringen. Unser Personal maßt sich an, Fakten zu schaffen, die das Volk vollständig entmündigen. Das muss man halt wissen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir alle an dem Thema arbeiten und nicht sagen, das wird schon irgendwann klappen. Das, was wir hier machen, klappt nicht irgendwann. Das muss jetzt in Gang kommen. Wir stehen vor einem Krieg mit Russland und vor der totalen Entmündigung von uns selbst. Ja, so viel zum Thema. Danke.
Danke, Ralf. Und jeder, der immer noch nicht genug hat von Ralf, ich nicht? Also, ich meine, ich habe auch noch nicht genug, so wenn ich das... Ihr wisst, wo ihr uns gleich findet. Der Ralf wird noch mitkommen mit der Steffi. Also kommt gerne dazu, dann können wir auch noch ein bisschen weiter diskutieren. Ich habe zum Beispiel eben einen Hinweis bekommen, dass auch der Artikel 146 schon geändert worden ist. Genau, da können wir uns gleich weiter unterhalten. Und nochmal die Erinnerung, 5.4. in Schwerin. Teilt das gerne. Dann wird es eine Veranstaltung mit Ralf geben. Ich werde den Flyer nochmal rumgeben. Und ansonsten ist die Versammlung hiermit beendet. Die Ordner sind in ihr Feierabend entlassen. Wir bedanken uns nochmal ganz doll für Andreas und bei Stefan, die das hier gewuppt haben heute. Und wir bedanken uns ganz doll bei Jens und bei Hans-Georg. Dass uns überhaupt mal bewusst wird, der Hans-Georg seit, das ist ja schon Jahre, dass wir auf die Straße gehen. Und jeden Montag ist der Mann hier. Jeden Montag ist der hier. Und er kriegt kein Geld. Und deswegen fände ich es wichtig, dass wir irgendwie mal schauen, in den nächsten Wochen, dass wir diesen Schaden ein bisschen mildern können für ihn. Ja? Also ein bisschen habe ich schon rum, bin ich rumgegangen, habe gefragt, ob wir einverstanden sind. Eine Idee gibt es schon, wie wir das machen können. Die meisten, also alle waren einverstanden. So, mehr will ich jetzt hier in der Öffentlichkeit am Mikro auch gar nicht sagen. Genau, wir sehen uns wieder am 8. Jetzt hat der Ralf doch noch was zu sagen. Und dann drehen wir den Strom ab. Ihr müsst mir den Strom abdrehen. Also wenn ich mal beerdigt werde, dann muss man immer den Deckel wieder zumachen. Weil, aber ich wollte das nur noch sagen. Am 5.4. in Schwerin werde ich zum Thema einen gesamten Vortrag halten. Um 19 Uhr in Schwerin. Der Termin steht auf der Webseite. Unter Aktuelles, da kommt man sofort auf die Termine. Ist das deutlich? Also, am 5.4. auf der Webseite schön der Termin für diesen für einen Vortrag zum Thema, naja, von mir halt. Besseren haben wir gerade nicht. So, mit diesen letzten Worten verabschiede ich mich jetzt auch für heute. Da. Dankeschön. Und bring viele Leute mit. Entschuldigung. Ich habe mal eine Frage. Wenn ich ihr Land besetze, egal wie, ja, sagen wir mal als Russe oder, nein, der Russe hat es nicht, als Amerikaner. Was mache ich als Erstes? Ich sitze, dass ich den ganzen Gold aus der Bank raus will. Der Räumung ist gut, was wollt ihr machen? Wollt ihr euer Erstes bezahlen? Wenn ich jetzt meinetwegen Bier kaufe, zahlt dreimal. Ich denke, ich schreibe euch besser schon mal Zeit. Und sag euch heute schon endgültig ab. Also, viel Spaß. Ihr braucht nicht lange Listen aus so breit. So, das war's hier aus Rostock. Dass ich auch zwei Söhne habe. Bis zum nächsten Mal.